Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge haben wir das Loch fertiggestellt und sind einmal todesmutig reingehüpft. Natürlich eben in der Lava verstorben. Ich habe aber meine Sachen vorher gesaved und werde sie jetzt wieder equippen. Dann geht's weiter an den Bau. Und ja, ich freue mich. Es wird auf jeden Fall Action geladen werden. Könnt einen drauf lassen. So, rote Blöcke, die brauche ich. Meine Wuselkiste jetzt hier. Dann lassen wir das einfach mal da drin, ne? Also ich weiß ja, dass es da ist. Wo ist Stein? Können wir auch ordnungsgemäß nach Stein packen, ne? So. Ordnungsgemäß nach Blöcken, nein, Holz, Stein. Da ist eine Menge drin. Steine brauche ich jetzt nicht. Ich brauche jetzt ehrlich gesagt Holz. Da muss ich erstmal farmen gehen. Achso, ist voll. Er packt sich automatisch in den nächsten Kissen. Das ist ja interessant. So, gut. Tasche mal wieder schön leer, ne? Schon lange nicht mehr so gehabt. Okay, dann lass uns mal ein bisschen Hacki-Hacki machen. Zack, 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 zack. Komm, komm, komm. Nicht vergehen. So. Und der schöne kleine Setzling. Wir haben sehr viel mit Steinen gemacht, die letzten Folgen. So. Und wir besorgen uns jetzt mal Holz. Dann bauen wir unten den Gang fertig, sodass der jetzt zu ist. Da soll ja noch eine Tür hin, damit man ja... Zack, 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 zack. Bam. Ach, das Holzhacken. Das entspannt so derbe. Schön, dass der Kinnig das ganze Gras weggemacht hat. Zack. Ich glaube, jedenfalls das erste. Na, nicht wegrutschen. Noch so 300-400 Bäume mehr will ich nicht zacken. Nein, Quatsch. Muss ja wieder neue Bäume pflanzen. Boom. Ist mal lustig, wenn aus einem Baum zwei Setzlinge kommen, ne? So, einen noch. Dann haben wir es aber. Hup. Und realistisch ist ja nicht, dass aus so einem Baum zwei werden können, ne? Ist ja klar. Aber dafür den ganzen Baum zu fällen, ne? So, 9 Setzlinge haben wir gesammelt. Der ist ja irre. Die sollen natürlich hier wieder wachsen. Damit ich sie wieder zerhacken kann. So. Gemeine. Ein ewiger Kreislauf. So. Dann habe ich jetzt... Ja, ein Stack plus 3. Dafür. Für die Blöcke. Die brauche ich nämlich. Aber erstmal... Spieler Voodoo-Panz ist beigetreten. Hallo Voodoo-Panz. So mit den in der Falle lotsen. Wie gemein. Geh bei deinem Gang, guck mal, was da hinten in der Tür ist. Aber der ist ja noch gar nicht fertig. Ich muss schnell fertig machen. Nein, für den Voodoo-Panz verliert er seine gesamte Ausrüstung, wenn er das macht. Außerdem fällt das schon auf, ne? Es ist tatsächlich auffällig. So, jetzt wollte ich erstmal gucken, wie weit wir noch bauen müssen. Bis da hinten hin. Jetzt darf ich nicht selber reinrennen. Das wäre natürlich ziemlich dämlich. Ich sollte mir eine Latte darüber legen. Das wäre vielleicht intelligent. Guten Morgen, sagt er. Warte, ich muss schreiben. Moin. Falscher Knopf. Wie oft mir das passiert, ne? Wie viele Blöcke habe ich denn noch? Ich hatte doch nur einen Stack. Fertig. Nein, Quatsch. So, hier kommt noch so ein doofer Brocken durch. Natürlich auch sehr doof, ne? Also das Rot kommt nicht so wirklich zur Geltung, ne? Das ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, das soll ja sogar ein bisschen auffallen, wenn man sich da so überhaupt drauf konzentriert. Wenn man das als ahnungsloser Mensch macht. Ne? Zwei Türen, da hinten muss ja auch eine hin. Aber erstmal brauchen wir die Blöckchen. So viele brauche ich gar nicht mehr, ne? Welche waren das denn nochmal? Holzplanken? Nein. Bin mir ziemlich sicher, dass es die waren hier. Mach einfach mal mutigerweise nicht so viele. Ein Stack. Ein bisschen mehr als ein Stack, aber egal.
8. Okay. Halt, mach ich denn da? Zack. So. Ich brauche ja noch ein bisschen Holz für die Touren. Ach, Kerl. Ich muss da ein Brett drauflegen. Das bringt sonst nichts. Falsch. Eine Holzplanke. Rohstoffe. Holz. Bauelemente. Planke. Sonst falle ich da ja selber gleich wieder rein. Habe ich den Salat. 22 Bretter habe ich. Baumstümpfe schleppe ich damit rum. So, eigentlich jetzt unmöglich reinzufallen, ne? Ja, perfekt. Oh, hier wird's eng. Man kann auch mit dem Hammer ein bisschen angleichen, aber ich bin ja eher der Zerstörer-Typ. Machen wir das soweit fertig. Ich finde es eine coole Idee, aber auch eine ziemlich gemeine Idee. Aber da ich das ja verrate, ist es ja nicht so schlimm, ne? Denke ich mal. Ansonsten können wir ein Warnschild hinmachen, aber dann verliert das ja komplett an seiner Logik, so einen Raum zu bauen. Was wollte ich das denn machen, ey? Heftig. Es ist ja auch sogar unmöglich, darüber zu springen, ne? Oder? Ja, aber technisch kann man drüber springen. Da muss der Raum tatsächlich irgendwo hinführen. Was? So ein Scheiß. Oh. Oh. Kann man nie genug von haben, ne? Wo ist der Herrenhausblock? Hier ist noch viel zu viel Block im Weg. Cool, dass er noch irgendwo hinführen kann, ne? Also, das kann ich mir richtig cooles überlegen. So, jetzt habe ich wahrscheinlich zu wenig, ne? Für Türen. Zwei Türen. Hier muss ja eine hin. Boah, zu brennen. So. Holz brauche ich dafür, ne? Ich mach mal einfach mal ein bisschen Holz. Müsste für zwei Türchen locker reichen. Boah, die ganze Zeit diese hier, ne? Oh, sind wir schon? Okay. Nein! Ah doch, es ist die richtige. Na, wo geht die jetzt auf? Wie haben wir die denn aufgehen lassen? Nach außen. Das heißt, ich muss sie einmal drehen. Das ist ja nur der Effekt, ne? Dann lassen wir die auch noch außen. So. Wunderschön, ne? So, ja, wunderbar. Das läuft doch. Och, das ist noch ein Block. Weg mit dir. Oh, ich will das doch nicht wegmachen. Ich muss ja noch ein bisschen basteln. Ich habe da schon so einen klitzekleinen blöden Plan. Also, wer da lebend rauskommt.
erstmal wieder zurück, ja? Mal wieder Raum schaffen hier. Sich erfrischend an, mal nicht an dem Tunnel zu arbeiten. Also an dem Loch. Kohle. Die dicke Kohle hier. Guter Brennstoff. Aluminium, was ich eigentlich total selten brauche. Fertig. Nein, das wird so hässlich, wie wir es nicht haben. Ach, ich hätte ein bisschen tiefer bauen können. Das wäre ein bisschen schlauer gewesen. Zack, Kili, zack. Glaube ich jedenfalls. Ja. Ne, nichts dafür fliegen. So. Das Erd. Der Fußboden. Der muss ja dieselbe Höhe haben. Würde ich es nicht verstehen. Knall, so ein Schall in diese kleine Höhle. So, gleiche Ecke erwischt. Oha, ich wollte gerade nur ihr wisst, dass da ein Block ist. So. Da treffen sich die zwei Gänge. Zu einem Gang. Schön. Das ist noch eine Menge Arbeit, ne? Nur so ein doofer Gang vor allen Dingen. Schulgang. So, jetzt machen wir mal hier mit. Hab Spaß. Bringt nicht viel. So kreativ, ne? Boah, sieht schon irgendwie cool aus. Komisch, dass am Ende sieht das einfach geil aus, dass du, als ob du da drin wärst. Das ist echt irre. Dabei ist alles in dem Berg drin. So. Leichte Blockverschwendung. Das fertig kriegen. Oh, Mann. Das
Holzkackzeug wieder los. So. Vielleicht stört's nicht. So, ein bisschen Jump'n'Run-Anlagen hier, ne? Also da muss unbedingt noch was mit Licht gemacht werden hier, ne? Aber so weit sind wir noch nicht. Oh, meine Fallentür. Wie doof. Das fällt doch auf. Direkt eine Tür hinter eine Tür. Okay, dann geht's wieder los. Holz zu holen. Oh, juhu. Also den Gang möchte ich wenigstens heute noch fertig bekommen. Das wird mir viel bedeuten. So. Die sind natürlich noch nicht ausgewachsen, unsere Bäumskin. Weggepflückt. Zu wild geklickt. Zap. So, die Klimaanlage läuft jetzt schon fast 2 Tage durch hier in der Bude. Und ich habe gestern, wie gesagt, ja gecraftet dran. Ne? Und seitdem funktioniert die richtig gut. Ich konnte richtig schlafen. Ist halt laut, ne? Aber ich konnte halt richtig gut pennen. Doch wohl lange erstmal für jetzt, oder? Ich kann richtig gut pennen, aber heute muss ich die in eine Wohnung stellen für alle, ne? Weil ich habe ganz alleine damit geschlafen. Ich dachte nicht, dass hier so gut läuft. Und dann werde ich die heute Abend umbauen in eine Küche, damit sie die ganze Wohnung kühlen kann und nicht nur meinen Computerraum. Damit hier alle auch einen ordentlichen Schlaf kriegen. Ist ja echt grausam gewesen die Nacht. Ich. Das macht man nicht. Zap. Wie viel habe ich denn? 25, das reicht ja wohl für ein paar Blöckchen. Bam, bam, bam. Hat hier nicht noch ein paar Äpfel drin? Ein bisschen Wildbret. Das macht doch wohl satt, oder? Komisch aus. Ja. Jam, jam. Das ist der Bär, der uns gestern angegriffen hat. Das Schwein. Oh. Wort vergessen. 150 Blöcke. Aber wie viele Blöcke stecken am Ende hier drin? Das kannst du durch eine Blueprint hier rausfinden. Das wollte ich ja beim Schiff immer mal machen, ne? Habe ich das am Ende gemacht? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem nicht reich, ne? Ich unterschätze das immer wieder, ne? Diese Blockanzahlen. Da braucht ja keiner sein, oder? Nur da welche machen, wo auch welche hin müssen. Denkt an die Optik natürlich, hier muss einer hin. Oh, was ist denn? Voll der Noob geworden. Boah. Kleine Ecke nur zum Einrasten oder ist es zu viel? Das ist ja kein Problem, dann machen wir schnell weg.
alle nicht mal ansatzweise genug Blöcke gehabt. Dass ich das nie einschätzen kann, ne? Aber Holz hatten wir ja nicht, ne? Stämme. Das ist wirklich Plackerei, ne? Dieses Holzfarm. Bessere Bäume als die ich da immer hack. Zap. Dann noch mal ein paar Bäumchen. Erstmal hacken, okay. Eine neue Baumfeldtaktik. Würde mir freuen, wenn wir so einen Trichter hätten, wo die mal reinrutschen alle. Dann könntest du sie schöner sammeln. So. Zack, zack. 7 Tage Spielzeit schon auf dem Server. Boah. Nice. Ach, das ist wegrollen immer, ne? So. Das müsste wie bei Minecraft so Automatismen geben, ne? Die man ja bauen kann mit Redstone oder sowas. Also Elektrizität soll ja irgendwann mal gepatcht werden. Das wäre unglaublich, wenn du irgendwas so Abfarmmechanismen schon bauen dürftest, ne? Bleibst jetzt liegen. Die für dich Holz machen und sowas. So ein Hyper-Update, was das Spiel... Ich glaube, da wird das richtig durch die Decke gehen. So, was haben wir jetzt? 30, das wird nicht reichen, das weiß ich. Gerade 25, wohl, das könnte schon lang. Wollen wir nicht übertreiben, ne? Boah, 11 Setzlinge wieder. Wie viele Bäume habe ich denn heute gepflanzt? 300? Voll den Urwald hier hingemacht. So. Meine kleine Baumfamilie. Sehr schön. Und dann wird es wieder blockig. Ich mach schon mal hinter mir zu die Tür. Schließen wir auch noch eine schöne Sache, wenn man das könnte, ne? So. Oh. 210. So viele brauche ich aber nicht mehr, glaube ich nicht. Wand. Wir brauchen noch ganz schön viele. A lot of Blöcke. Oh, der war dämlich. So. Das ist dicht. Nur so viele sind es doch nicht mehr. 44. Zack. Schön arbeiten, würde ich gerade sagen. Verschönerungsarbeiten. Hier fehlen auch noch ein paar. Wird jetzt ein bisschen eng, ne? Auch nicht wirklich. So. Happy. Na. Hier soll ja auch wieder gegenüber eine Tür hin. Wo auch immer die hin tragen wird. Ich weiß es nicht. Moin.
Guten Morgen. Wow. Dann hau ich mich hier raus. Und wieder ein Stack weg. Krass, ey. Was man hier an Blöcken rauskloppt, ist der Wahnsinn. Guten Morgen, lieber Happy. Kotz mir an mit den Blöcken. Nein, Quatsch. So. Dann brauchen wir wieder eine Tür. Aber hier können wir schon mal ein bisschen rote Blöcke verbauen. Damit das Ganze auch so ein bisschen Bild schon mal ergibt, wie es aussehen soll. Nicht zu weit. Keine Ahnung, wo der hinführt. Und was jetzt bedeuten wird hier. Verrückt, oder? Ich find's geil. Und feier das so ein bisschen. Oh, ein Gang. Oh, da hinten ist die Tür, da will ich unbedingt hin. Okay, man kann locker drüber hüpfen. Wenn man diese Stelle sieht, ne? Aber man wird sich auf die Tür fixieren. Kommt dann einfach hier rum wieder raus. Tür noch, ne? Oh. Steam Overlay aufgemacht. Darf ich noch eine bauen? Ein Holz? Ernsthaft? Ich hab kein ein... Oh nö, ne? Ein Holz? Ach Gottes Willen. Davon hab ich doch wohl noch genug. Ein paar Türen auf Ersatz. Wie lasse ich sie aufgehen? Ich vergesse das immer. Ernsthaft? Ja, klar. Das ist ein bisschen doof, aber das müssen ja immer gleich aufgehen, die Kacktüren. Hinten kommt auch nochmal eine hin, so unsinnigerweise. Sehr nice. Und sehr türig hier jetzt. Der Türengang, ne? Da kommt auch mal eine hin. Einfach so. Das ist aber noch nicht das Ende. So, alle Türen verbaut. Boah. Erste Falle ist hier, aber ich mach's jetzt nicht, weil ich sonst runterfall. Zweite Falle ist da. Einmal im Kreis gehen. Dritte Falle kommt hier. Und hier ist noch nichts. Okay. Dann bin ich ziemlich happy. Wieder happy. Und sag, danke fürs Zusehen. Bis jetzt in der nächsten Folge. Musst du eine Falle überlegen. Fällt nichts mehr ein. Irgendwas mit Wasser wäre cool oder so. Bis dann.